Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft Pocket Edition. Und ihr seht, ich bin gerade hier in einer super geilen Höhle und ich habe mir ein neues Texturenpaket mit Shader Mod runtergeladen, damit das alles ein bisschen hübscher aussieht. Und könnt ihr mal ganz kurz rausgucken, dann zeige ich euch das mal. Hinten steht ein Zombie oben im Berg drin, okay. Zum Beispiel, ich kann euch mal zeigen, welcher es ist. Es ist nämlich Texturenpaket, komm. Faithful 64 HD Shaders Ultra ist ein ziemlicher Leistungsfresser, muss ich zugeben, aber es läuft ja auf meinem Shield noch recht gut. Und bitte fragt nicht immer, was für ein Aufnahmeprogramm. In jeder Folge wird auch irgendwie gefragt, was für ein Aufnahmeprogramm nimmst du. Guckt mal nach links, guckt mal nach rechts, da steht es nämlich außen am Rand alles dran, mit was ich aufnehme. So, ganz einfaches Ding, ich nehme nämlich nicht mit dem Programm auf, sondern mit dem Nvidia Shield. Ich frage mich, warum die Frage, entweder ich werde gefragt, Minecraft Fragezeichen, oder es fragt, wo du mitnimmst du auf? Steht doch alles da. So, mal kurz gucken. Ah, da liegt verrottetes Fleisch, das nehme ich auch mal noch mit. Ich war eigentlich schon ein paar Runden gegangen. Es ist jetzt der vierte Aufnahmeversuch, den ich jetzt habe, weil es mit dem Ton immer nicht gepasst hat. Manchmal war die Musik zu laut, dann war sie wieder zu leise, dann hat man meine Stimme nicht gehört, dann war die Elgato abgekackt. Ich hatte einen richtigen Pechtag. Und guck mal, wollte ich auch noch zeigen. Hier oben mit dem Shader ist jetzt gerade wenig Wind, aber die Bäume wackeln. Wenn er jetzt ein bisschen weniger ist, dann wackelt das alles so schön. Finde ich richtig cool. Und Creepy. Geh weg. Geh weg. Hat gar nicht Bumm gemacht. Da gibt es wohl ein paar kleine Soundprobleme. Macht die Spinne da hinten. Wie gesagt, ich wollte... Aha, guck mal da unten. Kohle! Kohle, Kohle, Kohle! Ich habe eigentlich schon genug Kohle gesammelt, aber ich bin irgendwie total süchtig nach dem Zeug. Ich brauche meine Kohle, ich brauche meine Kohle. So. Das ist noch mehr. Ja, ich hatte so viele Aufnahmen vorher gemacht. Ich war schon unten im Dungeon gewesen, alles drum und dran. Hab eigentlich schon richtig viel gemacht und dann, waren die Aufnahmen für den Arsch. Das Eisen. Geht das hier durch? Nö. Komm, dann nehmen wir den Eisen noch mit. Den Eisen. So, zack. Ich gewöhne mich jetzt langsam an die Pocket Edition, auch wenn ich langsam Fingerkrämpfe kriege. Ich hatte vorhin mit dem Controller gezockt. Dann war der Akku leer und dann muss ich ohne Controller weitergezockt. Jetzt kriege ich langsam echt Fingerkrämpfe, weil das Tablet dann doch ein bisschen größer ist als ein Handy und dann auch nebenbei die ganzen Kabel hinten dran, ne? Wegen Aufnehmen und sowas alles. Die sind schon manchmal gar nicht so einfach. So, ich hole mir da vorne jetzt nochmal das restliche Eisen. Dann dürfte eigentlich fast genug haben. Ich muss mal gucken, aber ich muss immer auf die Tonspur jetzt achten. Das ist voll eklig, weil ich will nicht wieder, dass die Aufnahme verbockt ist. So. Dann wir das da vorne noch weg. Und das da weg. Und das da weg. Also, es steuert sich richtig schön flüssig. Das gefällt mir. Das macht mir Spaß. Und es kann passieren, dass ich... Alter! Gebe es halt bis so an, ne? Ein bisschen Musik. Obwohl gerade Musik sagt. Music Maker. Schade, dass du nicht auf die Gamescom kommst. Gamescom kommst. Komm, Music Maker, komm. Was liegt denn da oben? Da liegt eine Kartoffel. Da liegt eine Kartoffel. Ich brauche eine Kartoffel. Kann ich mich einpflanzen? Ja. Hoch. Ich suche die ganze Zeit schon nach irgendwelchen Gemüse. Oh, ich muss mal leiser stehen hier. Mann. Das ist ja echt schlimm hier. Kriegst du hier total Tinnitus. So, zack, zack. Machen wir hier mal einen weg. Nein! Muss man sich dran gewöhnen. Ach, komm. Ich hätte doch irgendwo eine Kartoffel oben gesehen, oder? Wo ist denn die Kartoffel hin? Nein, die Kartoffel ist weg. Oder war die da? Ich will meine Kartoffel haben. Ich bin jetzt extra hochgekrabbelt, um die blöde Kartoffel zu holen.
weiß, ich mache das alles gerade mit der Spitzhacke hier. Nein, sie ist weg. Jetzt bin ich wie in dem Scheißding hier hochgewandert. Lauert da was im Dunkeln? Blöde Kartoffel. Ich hab sie, ich hab sie. Ich hab sie schon eingesammelt. Ja, man muss mir natürlich gleich erstmal die Lebensenergie runterhauen, ne? So. Es wird dunkel. Ich muss mein Haus zurückfinden. Also mein Haus. Mein Bunker. Meine Höhle. Wo waren die? War irgendwo. Alter, wo ist mein Bunker hin? Ach, hier. Ja, mit der mit der Spinne oben links. Oben in der Tür drin. Mal gucken. Gut, die Aufnahme läuft doch, Alter. Ich habe vorhin echt die Krise gekriegt. So. Den Eingang wieder versperren. Ich habe nämlich hier schon ein bisschen Eisen gegossen und sowas. Mach ich mal die restliche Kohle hier rein. Na komm. Achso, ist voll. Ha, 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 ha. Gut. Nehme ich Eisen mal raus. Habe ich noch ein bisschen was zum Reinschmeißen? Ja, ich habe noch Eisen gefunden. Ja. Mach rein da. Ich öfter halt drauf drücken. Ach. Aber ich gewöhne mich langsam. Also gerade mit dem Shader Pack und dem Licht hier, das finde ich ganz cool. Könnte noch ausgebaut werden. Also würde noch einiges drauf gehen. Was ist denn hier los? Na komm hoch, komm hoch. Jetzt gibt's so ein Papa auf die Fresse. Komm her. Achso, ich hatte mir noch Essen gemacht. Ich wollte mir noch eine Kiste herstellen, aber jetzt bin ich. Jetzt bin ich schon wieder hier drinnen gefangen. Ja. Kann jetzt nicht rausgehen, weil ich. Mit der Steuerung bin ich noch nicht ganz so vertraut, dass ich da wirklich was reißen kann. Und wenn ich draußen bin, dann verrecke ich eher, als ich irgendwas anderes mache. Warte, ich habe hier. Ich habe noch Holz. Komm, jetzt bauen wir uns eine Kiste. Tadam, tam, tam. Kiste. So, Eisen haben wir jetzt auch schon ein bisschen genug. Wir kommen jetzt langsam voran. Wähle ich mir mal die Kiste aus. Zack. Und dann können wir jetzt unser ganzes Schnodder erstmal schon mal reinpacken. So. Also dumm ist es mit dem gedrückt halt nochmal. Ich werde Minecraft auch so noch, denke ich mal, auf dem Tablet ein bisschen weiterspielen. Und werde zwar, denke ich mal, dann täglich jetzt eine Folge rausbringen. Aber dann kann es passieren, dass manchmal mal ein paar Dinge drin fehlen, weil ich schon ein bisschen weitergemacht habe und so. Ich mache das jetzt einfach mal so hier. Es geht ein bisschen schneller. Als wenn ich da die ganze Zeit gedrückt halte. Aua! Stirb! Wo kommt ihr denn immer her? Alter, seid ihr scheiße oder was? Alter, mein Herz. Wo kamen die denn wieder her? Bitte schön. Hier kann ich gedrückt halten. Das ist ein bisschen mehr. Das ist drüben. So, die Kartoffel muss ich auch da rein tun. Alter, ich habe hier schon wieder so viel gefarmt draußen. So, die Fackeln behalte ich, die packe ich mal rüber, das packe ich mal rüber, das packe ich mal rüber. Ich sehe das immer nicht, wenn ich meinen fetten Daumen da drauf habe. Fleisch. So. Alter, packt ja auch noch alles komplett zurück. Das ist ja scheiße. Ich muss erstmal was fratzen. Nicht abbauen, essen. Ich muss mich mal ganz kurz hier anders hinpflanzen. Ach. Oh, Mann, ey. Ja, gestern, wie gesagt, im Stream, es war ja wirklich kein richtiger Stream, da ja nur getrunken gestern. Aber war ganz cool gewesen mit euch. Könnte ich mir öfter vorstellen, dass ich immer irgendwelche sinnlosen Streams mal zwischendurch mache, auswärts. Das finde ich mal ganz geil. Gerade eure Reaktion und Eddie, deine Witze waren eklig. Meine Music Maker war drin, Diane war drin, Eddie, ganz kurz war Dirch da und ja, ein bisschen gestreamt halt. So wie man das auch eigentlich machen sollte. Aber gut, mit dem UMTS-Stick habe ich draußen besseres Internet als mein heimisches Internet. Aber nur im Upload. Im Download ist natürlich mein heimisches wieder besser. Aber der Stick ist beschissen. Ich wollte mal jetzt kurz was prüfen. Gut. Ich brauchte das. Das. Dumme ist, dass der immer alles überpackt. Das nervt voll. Man kann immer nicht gucken, was unten eine Leiste drin ist. Und ich brauche genau 1, 2, 3.
Nein, es gibt mir das Holzbett alle hier. So crafte ich mir noch mal was. Was wollte ich denn jetzt? Stickies. Und eine schöne Spitzhacke wollte ich mir machen. Eine Spitzhacke. Machen wir mal hier hin. So. Und weil ich mal runtergehen wollte, noch ein bisschen was abbauen. Denn ich habe hier nur eine richtig geile Höhle. Wenn hier nicht immer irgendwelche Viecher drin rumspringen würden. Ich habe hier schon mal alles ausgeleuchtet und so. So, schauen wir mal hier lang. Hier war ich nämlich noch nicht. Ich habe unten schon alles nachgeguckt. Ich habe zwar noch sehr viel liegen. Ha! Lassen. Aber. Da hinten ist doch schon wieder irgendwas im Dunkeln. Jetzt bin ich runtergefallen. Scheiße. Da hüpft wieder einer. Ich nehme mal hier vorne das Eisen mit. Ich habe mir nicht mal weiter zu fressen mitgenommen. Wenn ich jetzt hier unten verrecke, dann habe ich alles wieder umsonst gemacht. Weil ich Ewigkeiten gelaufen bin und weiß nicht von wo und wie hin. Ne? Ich weiß ja gar nicht, von wo ich jetzt gerade gekommen bin. Ich habe hier Ewigkeiten gebraucht, um überhaupt so einen guten Ort zu finden. Verpiss dich, Fledermaus. Du bist kacke. Geht's hier noch lang? Da unten ist Licht. War ich hier schon mal? Eisen! Na! Ist jetzt die Fackel auch genau auf den Eisenblock oben drauf, ne? Ich werde sie schon irgendwie rausfinden. Verpiss dich, Fledermaus. Ich hau dir die Axt vom Kopf. Nicht raushüpfen, reinhüpfen. So. Gucken wir mal weiter. Das heißt, ich hab die mit Fledermaus. Ah, jetzt ist schon wieder. Alter! Wo kommen denn die Spinnen immer her? Die spawnen immer aus dem Nichts hier. Die hingen oben irgendwie auch mal fest. Ach, schade, dass es noch kein Redstone gibt. Hätte mich übelst gefreut, wenn es das schon geben würde. Dafür gibt es andere genug. Das ist denn heute mit meiner Sprachwortwahl nicht in Ordnung. Genug andere Dinge, die es zum Beispiel auf der PlayStation 4 Version noch nicht gibt. Hier dieses Deodrit und das andere Gelumpe hier. So, hier ist auf jeden Fall mächtig was zu tun und grafisch her ist es besser als auf der PlayStation, kurioserweise. Und zumindest, dass man hier noch Shader und so reinmachen kann. Also man kann ja wirklich sehr viel hier machen. Also gerade im Mod-Bereich ist es ja unschlagbar. Und die PC-Version gibt es ja natürlich noch mehr Mods, aber ich habe hier schon gesehen, Pokémon-Mod kann man reinmachen, was war noch? Ach, da war so viel eigentlich. Dinosaurier jagen, Waffenpakete, dass man so ein Scharfschützengewehr und sowas alles hat. Finde ich recht cool. Also ich will das so einfach mal testen. Leider ist die Kombination mit Texturpack und Mod nicht immer so gut gegeben. Man braucht immer das Texturpack, was zum Beispiel zu der Waffenmod dazu ist. Und das ist ein bisschen doof. Da habe ich immer sehr viele Fehler drin, aber ich denke mal, das wird hoffentlich in den späteren Versionen von diesem Mod-Tool nochmal ein bisschen geändert. Würde mich auf jeden Fall feiern. Das geht immer weiter, ich finde nachher nicht zurück. Ich muss mir mal hier irgendwo einen Weg bahnen. Da hinten hüpft immer noch was. Komm ich von da? Nee. Da? Ich weiß aber nicht, von da oben war es, oder? Genau, da oben. Dort oben müssen wir hin. Na, komm. Was habe ich mir nicht. Den Mund schon total fusselig gesprochen, weil ich hier vier Aufnahmen miteinander mache und jeder hat irgendwie einen Fehler drin gehabt oder war zu leise oder zu laut. Jetzt ist mir richtig schon die Stimme weg. Was macht denn hier unten eine Kuh? Du bist eine Dungeon-Kuh, ich weiß. Und du hast Fleisch! Oh, ich freue mich schon immer noch richtig auf die Games Convention. Ich könnte den ganzen Tag nur. Ich weiß schon gar nicht mehr, ob ich es schon gesagt habe, weil ich die anderen Folgen vorher aufgenommen habe, ich mich tausendmal wiederholen muss. Hallo? 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 Haben die sich jetzt gegenseitig umgebracht, die Idioten? Alter, hier hinten hüpft es ja und springt es überall. Hallo? Nur bekloppt hier. So, hier will ich aber noch nicht runter. Ich merke mir den Ort aber trotzdem. Denn ich will hier erstmal so alles abgrasen, was ich ausgeleuchtet habe. Ich habe hier schon eine Menge Eisen rausgeholt. Aber halt noch nicht so viel, wie ich wirklich brauche. Denn ich will mir nämlich
bestimmt irgendwann mal... Alter, hör doch mal auf, die ganzen Fackeln hier mal irgendwie hin zu klatschen. Ich komme nämlich immer aufs Touchscreen drauf. Da ist noch Kohle. Ich brauche nämlich noch ganz viel Kohle. Ich will mich oben wieder... An den Trichter gibt es ja, glaube ich, noch gar nicht. Die kommen erst noch. Ist ja noch keine 1.0. Also ich freue mich natürlich, wenn irgendwann das Minecraft auf dem Handy mal auf 1.0 kommt, dass auch die gleichen Dinge wie auf dem PC drauf sind. Unendliche Welten ist ja schon vorhanden, das ist schon mal ganz gut. Dungeons gibt es schon, was auch sehr, sehr schön ist. Und natürlich Mods. Ah, finde ich ganz geil. Ich weiß bloß nicht mal, was ich labern soll, weil ich vorhin meine ganze Energie schon verbraucht habe und meine Kehle arschtrocken ist. Ich könnte aber mal... Moment. Freihändig zocken. Mal einen Schluck trinken. Ein Segen. Oh. Ohne Suft geht nichts, ne? Am besten immer Eistee trinken, dass du so richtiges Glugern am Hals hast. Und dir dann schön der Hals verschleibt. Du sagst so halb am Verrecken. Jetzt finde ich nicht mehr zurück. Ich grab mich aber auch echt überall lang hier. Ich habe hier so viele Fackeln gesetzt, dass ich gar nicht mal weiß, wo ich überhaupt hin muss. Ach komm, jetzt laufe ich richtig. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hoch, ich muss da mal ein paar Dinge regeln. Und ich werde dann schon weiterbauen. Also nach der Folgenpause baue ich weiter. Also ich mache dann aber keine Aufnahme. Ich baue so schon ein bisschen, dass wir halt nicht immer nur komplett durchrennen. Und Gesprächsthemen. Was interessiert euch? Was wollt ihr wissen? Music Maker, du weißt jetzt meinen echten Namen. Nichts sagen. Niemals meinen echten Namen sagen. Das war nämlich zufällig im Stream, weil mein Kumpel neben mir saß und meinen Namen rausgehauen hat. Psst. Ganz leise. Ich vertraue dir da. So, das lassen wir mal durchlaufen. Ich mache mal ein kleines Folgenpäuschen. Ich danke euch fürs Reinglotzen. Wenn ihr das feiert, lasst mal ein Däumchen. Mein Hater kann natürlich einen Daumen runter machen, ist mir wurscht. Hauptsache du guckst es dir an. Ne? Gut. Sag schon mal, gib ein Däumchen, ein Fläumchen. Wir sehen uns, denke ich mal, hoffentlich morgen wieder. Bis dahin sag ich erstmal, ciao, macht's gut.